Johannes Schmuckenschläger, president of the Austrian Winegrowers Association, said he is optimistic about Austrian wines further expanding their footprint in the highly competitive Chinese market. According to the Austrian Wine Marketing Board, the revenue of Austria's wine exports to China reached €2.19 million in 2021, surging 77.9% from the previous year. Jetzt ist es aber auch so, dass der chinesische Weinfreund den Weißwein entdeckt hat. Und da ist Österreich weltweit führend bei Weißweinen, vor allem aufgrund der Zusammenstellung unserer Weine, der Fruchtigkeit, des Extrakts und der Trinkfreude. Wir haben das sowohl im Schaumwein wie auch im Stillweinsegment. Und daher sind diese Weine im Wachsen. Und das Potenzial für österreichischen Wein in China ist ein sehr, sehr großes. Österreich auch einen guten Namen hat aufgrund der Kultur, aber eben auch aufgrund der Weine, die wir bisher schon exportiert haben. Und China natürlich ein sehr großer Markt ist, aber vor allem der Fachmarkt, der exklusive Markt und in der Gastronomie, dort wo auch Wein vermittelt wird, dort bekommt Österreich immer größere Bedeutung. Und wir unterstützen das auch seitens der österreichischen Weinwirtschaft sehr. Mit dem Besuch von Fachmessen in China. Und darum hoffe ich, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr Präsenz am chinesischen Markt haben, um hier unsere Exporte zu steigern.